keine Heizung, kein Gas, kein Wasser. Sie könnten nicht auf Toilette gehen, sich nicht waschen, duschen. Ohne uns gäbe es halt keine Wasserversorgung, keine Gasversorgung. Hi, ich bin Marcel, ich bin 29 Jahre alt. Ich arbeite als Anlagenmechaniker bei den Stadtwerken Bonn, Bonnetz. Es gibt ja eigentlich nur eine Richtung. Zum Haus hin und dahin verlegen wir den Anschluss. Wir stellen auf den Baustellen oft Gas- und Wasseranschlüsse für neue oder Bestandshäuser her. Wir wechseln Anschlüsse aus, quasi wenn einer defekt ist oder wenn etwas nicht mehr in Ordnung ist, dann reparieren wir die. Wir kümmern uns auch um die ganze Versorgungsleitung. Rohrbrüche und sowas kommen halt on top noch dazu. Die werden dann nebenbei noch gemacht oder in der Bereitschaft. Wir haben 5 verschiedene Bereitschaften mit 5 Trupps. Und ja, sollte irgendein Schaden reinkommen, werden wir angerufen und dann kommen wir aus der Ruhe hier hin und reparieren den Schaden. Wird gut bezahlt und deswegen machen das auch die meisten sehr gerne. Jede Baustelle ist ein bisschen anders und man hat viel Abwechslung. Wir sind mindestens zu zweit mit einem Kollegen, aber wir haben eigentlich fast immer noch einen Auszubildenden dabei. Auch auf den normalen Baustellen kommt der Vorhandwerker vorbei, der Meister mal schaut, ob alles läuft, fragt, ob alles in Ordnung ist. Aber wir unter den Monteuren sind wirklich ein sehr junges Team. Wir verstehen uns alle hier eigentlich untereinander super. Gibt schon natürlich so hier und da mal, dass man was macht. Hier in Ischgl waren wir. Ich glaube, wir waren 9 Leute. Alles wir Kollegen. Ich bin echt zufrieden damit, mir macht das Spaß. Und man ist halt draußen, das ist schon toll eigentlich. Reiner Bürojob nicht. Nee, das wäre nichts für mich. Also das häufigste, was hier ist, ist eigentlich der klassische Neuanschluss oder eine Auswechslung von einem alten Anschluss, der halt erneuert werden muss. Das ist halt bei Gas dann meistens eine Stahlleitung, da muss dann noch geschweißt werden. Ungefährlich ist es nicht, ist natürlich ein brennbares Medium in den Leitungen. In der Regel passiert da nichts. Also ich selber hier hatte noch nie einen Unfall, habe auch keinen hier mitbekommen. Man sollte einfach immer das Köpfchen anschalten und aufpassen und dann klappt das schon. Werde auch du Teil unseres Teams. Gemeinsam treiben wir die Klimawende voran. We'll be right back.